Hey! Es ist bereits Mittag. Ja und? Was? Aufstehen! Kann man nicht mal wenigstens hier seine Ruhe haben? Sie dürfen hier nicht rumpennen. Ich penne nicht rum, ich denke nach. Sie dürfen hier nicht nachdenken. Meine dunkle Vergangenheit macht mir zu schaffen. Es sieht nicht gut für Sie aus. Wenn Sie sich Erleichterung verschaffen wollen, Sie waren den anderen beim Ausbrechen behilflich. Nein, nein, viel schlimmer. Ich habe den alten Ansorger beim Weberaufstand erschlagen und seitdem geht es in meinem Kopf herum wie Bremsen. Ey, Mann, nicht so laut. Jetzt habe ich den Satz wieder vergessen. Was für ein Satz? Haben Sie nicht so ein bisschen Papier da? Bleistift? Bleistiftspitze? Was haben Sie da? Das sind Vergünstigungen. Die müssen Sie erst verdienen, es sei denn, Sie wollen eine Aussage machen. Ich will keine Aussage machen. Ich bin Schriftsteller. Dann arbeiten Sie wohl in der Druckerei. Mein Neffe. Er ist auch Schriftsetzer. Naja, sowas Ähnliches. Wenn Sie so einen ordentlichen Beruf haben, da drehen Sie solche Dinger? Eigentlich bin ich ganz froh, dass Sie mich endlich geschnappt haben. So ein Mann wie Schiller. Der hat sich 2 Monate lang in seiner Bude eingenagelt, als er Wilhelm Tell geschrieben hat. Der Mann mit dem Apfel. Ein Bestseller geworden. Wenn der Körper eingesperrt wird, wächst die Fantasie. Unser Körper mit seinen täglichen, anspruchsvollen Bedürfnissen, der hindert uns ja förmlich daran, fantasievoll zu sein. Wir müssen unseren Körper daran hindern, sich frei bewegen zu können, so ein Bestseller-Schriftsteller wie Schiller ist durch ganz klar. Ich habe gar nicht gewusst, dass mein Neffe sich mit solchen Dingen abgeben muss. Meinen Sie, dass er es auch irgendwann zum Bestseller bringt? Ja klar, jeder kann das, jeder, Sie auch. Und die Bedingungen sind besonders günstig für Sie. Sagen Sie mal, wie lange sind Sie eigentlich hier drin? Ja, also im Herbst werden es 28 Jahre. Na bitte. Ja, ich bin gern hier. Na, sagen Sie mal ein Wort. Ein Wort? Ja, irgendein Wort. Ich soll ein Wort sagen? Ja, sagen Sie mal irgendein Wort, was Ihnen gerade so einfällt. Knüppel. Ich meine, ich kann doch was anderes sehr sagen. Gut, gut. Als Bestseller-Autor darf natürlich auch nicht zeigen, dass man zu intelligent ist. Machen Sie mal einen Satz. Einen Satz? Ja, machen Sie mal einen Satz draus. Ein Satz, in dem Knüppel vorkommt. Knüppel, Knüppel. Ja, was kann man da für einen Satz machen? Ja, ich merke schon, Sie sind wirklich daran interessiert. Sie meinen, ich wäre besonders vergünstigt, einen Bestseller zu machen? Ja, ich habe schon gehört, was das bedeutet. Bestseller bedeutet viel Geld und so, ey. Glauben Sie, ich weiß nicht, was ich daran habe, wenn ich hier geblieben bin und nicht mit den anderen ausgebrochen bin, Mensch? Ja, da haben Sie recht, natürlich. Außerdem, warum denn so einfach, wenn es so schwierig geht? Naja, wie geht denn das nur weiter mit dem Bestseller? Na, legen Sie sich mal aufs Bett. Braucht ja nicht jeder mitkriegen, was wir hier machen, ne? Hinlegen? Klar, hinlegen. So, nun bilden Sie mal einen Satz mit Knüppel. Der Knüppel ist, Schade, jetzt müssten Sie eigentlich mal meine Schriftstellerjoppe anprobieren, bloß habe ich die leider nicht dabei. Der Knüppel ist dick. Nee. Oder, ich trage den Knüppel. Nein, so geht's nicht. Sie müssen sich vorstellen, Sie sind Ihr ganzes Leben lang hier drin, kommen nie raus. Ihr ganzes Leben lang ist Ihr Geist in Ihrem Schädel eingeknastet. Das ist doch schwer bedrohlich, hochpseudophilosophisch. Der Knüppel... Mir fällt nichts mehr ein. Setzen Sie mal Ihre Mütze ab. Und ziehen am besten die Jacke auch noch raus. Na, fühlen Sie sich nicht schon irgendwie freier insgesamt? Ich hab gar nicht gedacht, wie schwer das ist. Das ist das Schwerste überhaupt, einen Satz zu bilden. Kann ich nicht ein anderes Wort haben? Knüppel ist zu schwer. Nee, das können Sie nicht machen. Wenn Sie sich mal zu dem Wort entschlossen haben, müssen Sie dabei bleiben. Das wäre sonst zu leicht. Und immer liegen? Liegen ist die größte Kunst überhaupt, die es gibt. Einfach nur so ein bisschen da liegen. Immer auf einen Punkt starren? Vorstellung des totalen Gefangenen muss einfach vollkommen sein. Ja, freier fühle ich mich jetzt schon. Gut, sehr gut. Augen schließen. Denken. 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 Mal versuchen, 15 Sekunden nur denken. Harry, wieder vergessen, mir Schweißblätter einzunehmen, ist auch nicht so nobel. Denken. Denken. Denken, denken.